Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rome 2 Total War Online Battle mit mir, Fighting Joe, aka El Banana Joe, allerdings erneut nur als Zuschauer. Es ist das Halbfinal-Match, also die zweite Runde in unserem Flash-Tournament. Ich bin ja auch ins Halbfinale gekommen nach meinem Sieg über Mr. Epaminondas, allerdings hat mein Kontrahent Smokey, weil er weg musste, gesagt, okay, geh in die nächste Runde. Wir werden natürlich das Match nachholen, aber er hat natürlich gesagt, du kommst weiter. Das Match nachholen heißt im Grunde genommen, wir werden uns nochmal messen, um zu schauen, ob ich denn wirklich es verdient hätte, ins Finale vorzurücken. So entscheidet diese Schlacht zwischen VLR Volran hier mit den Avernern und VLR Shisha hier mit den Bojan erneut. Wer mir denn im Finale gegenübertreten darf. Ich fange mal mit Shisha an, weil wir letztes Mal mit Sola angefangen haben. Shisha spielt das exakt selbe Bild wie eben gerade, wieder mit oder hat das verändert? Hat das verändert? Nein. Wir sehen 5 Schwertgefolge, 2 Markskrieger, 2 keltische Krieger, 4 Levy Freeman, also 4 freie Herbanner, 2 Axtkrieger, 4 schwere Kavallerien und eine leichte Kavallerie. Wir haben ja in der letzten Schlacht gesehen, wie Sulla sich geschlagen hat. Was bringt Volran dagegen? Volran bringt 4, 5, 6 Freiherrbanner, 4 keltische Krieger, eine Linie aus 2 Eidgeschworenen und 4, nee, 2, 3, ja doch, 4 auserwählten Schwertern, ein General Eidgeschworene und 3 schwere Kavallerien. Volran mag ja symmetrische Builds. Entschuldigung, Volran mag ja symmetrische Builds. Und ja, darum ist dieses Bild auch sehr schön abgestimmt. Wir sehen hier Shisha, der vorläuft. Ich glaube, wir geben mal ein bisschen schnellen Vorlauf. Es passiert ja bei Rom 2 am Anfang auch nicht so viel. Rom 2 ist ja generell etwas langsamer vom Tempo als Attila, wobei mir das persönlich sehr zusagt, weil dadurch der Infanteriekampf gestärkt wird. Und wir haben gesehen beim letzten Match, um darauf nochmal zu rekurrieren, dass ja auch das Infanterie-Micromanagement sehr wichtig ist und dass die Manöver da eigentlich auch sehr schön sind und dass man nicht immer alles mit Kavallerie machen muss. Und ja, darum sehen wir jetzt hier, Shisha versucht dasselbe nochmal. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich Volran dagegen schlagen wird. Ist natürlich ein bisschen eine andere Armee. Volran hat im Grunde genommen, ohne meinen wunderschönen Kommentar dazu zu sehen, vieles richtig gemacht, hat mehr Linie mitgebracht, hat einen Eidgeschworenen, wie gesagt, weniger, dafür mehr auserwählte Schwerter. Er hat natürlich dadurch den Nachteil, dass die auserwählten Schwerter gegen das Schwertgefolge meiner Meinung nach ziemlich auf den Deckel kriegen und das Schwertgefolge gegen die Eidgeschworenen tendenziell ganz gut durchhält, aber er hat halt auch 3 Eidgeschworene, ne? Also sehen wir sehen wir hoffentlich eine spannende Schlacht zwischen den beiden, die sich gerade noch sehr abtasten. Sehr schön. Insgesamt. Ja, jetzt prallen hier die Meat Shields aufeinander. Das müsste Shisha hier gewinnen. Weil die keltischen Krieger natürlich die freien Herbanner zum Frühstück essen. Aber hier kommt sofort der Support der keltischen Krieger, die jetzt hier durchgedrückt haben. Und jetzt stehen da auf einmal noch 4 keltische Krieger drin. Volran hat es aber auch eilig. Der möchte hier unbedingt jetzt, wo es losgegangen ist, die Kämpfe eröffnen. Und Shisha hat hier jetzt ein Problem, weil er hier, das hier sind enge Räume. Da kann Volran die Eidgeschworenen durchbringen. Und er macht es ja eigentlich richtig, ja. Er versucht den hier aufzuhalten, aber der geht nur. Das könnte ein entscheidender Moment gewesen. Ja, jetzt chargen sie. Versucht die hier zu doppeln. Hier, die Axtkrieger kriegen natürlich ziemlich auf den Deckel. Das Schwertgefolge hier prallt auch auf die freien Herbanner. Hier ist aber eine schwere Kavallerie schon rum, die nächste auch. Die könnte hier zum Beispiel einen freien Herbanner auseinandernehmen. An den Flanken entbrennen jetzt Kämpfe. Und im Zentrum, weiß ich nicht, wie es aussieht. Wichtig wird noch, wie diese leichte Kavallerie reinkommt. Und was Volran mit seinem General macht. Wenn er nämlich in diesen Kampf hier eingreift, anders
Na, er geht auf den General, okay. Ich hätte fast sogar gesagt, ich greife in diesen Kampf ein. Wobei das die Außerweltenschwerter und die keltischen Krieger sogar fast reißen könnten. Hier sind jetzt aber die freien Herbaner frei, die können gleich in diesen Kampf eingreifen. Wie ist auf der anderen Seite? Ja, da ist auch schon eine schwere Kavallerie rum. Beuran hat natürlich weniger Kavallerie und diese Kavallerie wurde hier komplett gefangen. Das heißt, diese Flanke müsste Beuran gewinnen. Es geht halt darum, Shisha gewinnen. Es geht halt darum, dass Shisha wieder Beurans Eidgeschworene ausschalten muss. Und bisher muss ich sagen, sind die Eidgeschworenen da ein bisschen besser dran. Dieses Schwertgefolge ist jetzt in einer sehr prekären Lage. Hier kann er keltische Krieger rumziehen. Die machen nicht viel, aber die kleben erstmal im Rücken. Wir sehen ja, Shisha zieht natürlich sofort ran. Aber diesen Kampf, den dürfte er nicht mehr hergeben. Ja, er hätte das Schwertgefolge ja nicht rausziehen müssen. Nicht sollen, besser gesagt. Aber hier... ja, das müssten die... Also diesen Kampf gewinnt Shisha. Dafür muss natürlich hier Beuran eigentlich... eindeutig gewinnen, aber im Kampf der Generäle, ich weiß nicht, was da los ist. Im Kampf der Generäle, ach ja, klar, da waren vorher noch auserwählte Schwerter. Moment. So, ich entschuldige mich für die kleine Unterbrechung. Natürlich haben die Eidgeschworenen hier verloren aufgrund der auserwählten Schwerter. Ich glaube, dieser hier, die natürlich den Hitpoint-Schaden gezogen haben. Und, wobei nicht den, oder vielleicht doch den, ne? So genau kann ich das nicht sehen, die den hier den Hitpoint-Schaden genommen haben. Analysieren wir doch mal ganz kurz die Schlachtsituation. Hier hinten konnte Shisha die Kavallerie Beurans in die Flucht schlagen. Die ist hier auch schon tendenziell angeschlagen, wird hier verfolgt von freien Herbanern. Hier ist noch eine sehr, sehr angeschlagene schwere Kavallerie, die eigentlich nur noch hier rein könnte. Hier gewinnen Eidgeschworene nach wie vor gegen Schwertgefolge. Das Interessante ist, durch die schwere Kavallerie hier wird dieser Kampf knapper. Allerdings müssten diese auserwählten Schwerter demnächst auch das Zeitliche segnen. Aber das Problem ist eben hier im Zentrum der sehr, sehr angeschlagene General. Und Shisha muss da sehr, sehr schnell was finden, den effektiv zu unterstützen. Ich würde mal sagen, die ganze Kavallerie hier reinzuschmeißen ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber der General wankt schon. Und das ist gefährlich, wenn der stirbt, ist die Schlacht aus Shishas Sicht fast schon verloren. Denn die Eidgeschworenen werden hier noch einen ziemlichen Brocken darstellen und die Außerweltenschwerter hier, ja, wie gesagt, da hätte er nicht alles rausziehen sollen. Ja, der General ist weg und ist wahrscheinlich schon tot. Und wenn nicht, stirbt er gleich. Der altgeschworene General kann ja halt jetzt gegen die stehende Kavallerie ganz gut zuschlagen. Shisha muss allerdings abwarten, bis die schwere Kavallerie hier weg ist. Und wir sehen jetzt hier auch, das Schwertgefolge hier bricht. Und auf einmal sieht auch dieser Kampf hier ganz anders aus. Also die Kämpfe haben natürlich eine andere Dynamik. Nachher muss man sagen, war das sehr clever von Beuran nachzusetzen und hier den General zu töten. Das war eindeutig der entscheidende Moment hier im Zentrum, wo im Grunde genommen dieser eidgeschworenen General den anderen eidgeschworenen General auseinandergenommen hat. Die Kavallerie kam zu spät und jetzt steht hier, die Kavallerie ist gefangen, fällt und auch die freien Herbaner können hier nichts mehr machen. Die geben nur noch dem General von Beuran die Kills. Diese Eidgeschworenen könnten sogar noch fallen, wobei ich das nicht glaube, weil hier auch noch auserwählte Schwerter kommen. Aber wir sehen halt, das Schwertgefolge kann eigentlich ganz gut mithalten, aber trotzdem. Ja, schöne Schlacht. GG an die beiden. Also, well played vor allen Dingen an die beiden. Schön gemacht. Wir sehen, Beuran hat sehr, sehr schön eigentlich seinen Mangel, also hat dafür gesorgt, dass sein Mangel an Kavallerie nicht so sehr zum Tragen kommt. Man muss natürlich sagen, es ist sehr, sehr riskant aus Shishas Sicht, in einen Barbaren-Mirror-Match mit nur einem Eidgeschworenen zu gehen. Ich sag mal, wenn er einen Eidgeschworenen mehr hat, sieht das schon ganz anders aus. Dafür hat er halt eben die mehr Kraft dabei. Das hat ihm in dieser Schlacht nicht so viel geholfen, obwohl, naja gut, Beuran hatte schon mal eine Kavallerie mehr und hat auch ein bisschen anders seine freien Herbaner verteilt. Ja, insgesamt eine sehr, sehr schöne Schlacht. Wir haben bei Beuran gesehen, wie es geht. Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch ein weiteres Best of Three zwischen mir und
Wolran. Und das seht ihr natürlich beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich bei euch allerdings. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe. Tschüss.